Wer zum Frieden rät, wird Freude erfahren, heißt es im Buch der Sprüche in der Bibel. In unseren Tagen kommen leider andere Ratschläge. Wir haben wieder einen Verteidigungsminister, der Deutschland kriegsfähig machen möchte. Sein markiges, wie ich finde, oft lächerlich wilhelminisches Auftreten hat ihn laut Umfragen zum beliebtesten Minister der Regierung erhoben. 100 Milliarden für die Bundeswehr sind versprochen, dass man Kriege durch diplomatisches Geschick und durch die Fähigkeit zu Kompromissen verhindern muss, halten die, die noch zur letzten Bundestagswahl plakatiert hatten, keine Waffen in Kriegsgebiete, inzwischen für unmoralisch. Der Kanzler versteigt sich zu dem Satz, die, die da mit Friedenstauben rumrennen, sind vielleicht gefallene Engel, die der Hölle entstiegen sind. Wir aber tun etwas völlig Verrücktes. Wir lauschen auf Worte der Bibel und vernehmen da im Buch der Sprüche, wer zum Frieden geht, wird Freude erfahren. Sind wir naiv? Sind wir Kindsköpfe, weil wir dem Frieden eine Chance geben wollen? Überall in der Welt und gerade dann, wenn der Krieg uns nahe rückt. Wir hören auf das Buch, in dem alle Weisheit der Welt zusammengefasst ist. Wir hören, wovor die Welt die Ohren versperrt. Wer zum Frieden rät, wird Freude. Zum Frieden rät, wird Freude erfahren. Vom Pazifismus, vom Hören auf die Bergpredigt, vom Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, wie sie die Weltversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam mit den Worten zusammengefasst hat: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Das war der Satz des Ökumenischen Weltrats der Kirchen nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Krieg sein soll nach Gottes Willen nicht sein. So verstehen wir jedenfalls in Habenhausen die Lehre der Vergangenheit und daher verleihen wir seit nunmehr 15 Jahren den Habenhauser Friedenspreis. Er wird an Personen oder Einrichtungen verliehen, die durch ihr integratives, Menschen, Völker, Religion und Kulturen verbindendes Engagement dem Frieden dienen. In diesem Jahr geht der Preis an Eugen Drewermann. Dass er unablässig die wichtige Stimme des Pazifismus in konfliktreichen Zeiten hat vernehmen lassen und vielen Menschen die Hoffnung gegeben, dass Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Machtblöcken anders als nur militärisch gelöst werden können. Insbesondere in der Zeit des Ukraine-Krieges gehört er zu den unüberhörbaren Stimmen, die einer immer weitergehenden Eskalation des Krieges entgegentreten und sich entschieden gegen die deutschen Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet aussprechen. Dafür wird er vielfach angefeindet und kritisiert und deshalb wollen wir ihm mit der Preisverleihung auch dafür ausdrücklich danken und unserer Solidarität versichern. Boris Pistorius hat in seiner Funktion als Oberbürgermeister alle 2 Jahre den Osnabrücker Friedenspreis verliehen. Auch da merkt man heute nicht mehr viel von. Er meint also, die neue Mentalität in der deutschen Gesellschaft, sie müsse kriegstüchtig werden. Wir wollen, dass in Deutschland friedenstüchtiger wird, dass die Bundesregierung für Diplomatie und Verhandlungen steht, nicht das Gegenteil.
Und zur gleichen Zeit, als mich Jens Lohse ansprach auf die Veranstaltung heute, setzten sich der ukrainische Präsident Zelensky und die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen lächelnd in ein F-16-Kriegsflugzeug, als handele es sich um ein hübsches Spielzeug und nicht um eine todbringende Maschine. Krieg ist aber kein Spiel, sondern tödliche Wirklichkeit. Er muss sofort beendet werden gegen allen Widerstand der Kriegsbefürworter. Eugen Drewermann, der Preisträger, geboren am 20. Juni 1940 in Bergkamen, fast so weit fahren wir heute Abend noch, Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller. In der Vergangenheit hat er bereits mehrere Preise erhalten. So wurde Eugen Drewermann 2007 mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet und erhielt 2011 den erstmals verliehenen Albert-Schweitzer-Preis. Der Habenhauser Friedenspreis ist dagegen aber ein ganz besonderer. Er wird verliehen wegen seines friedenspolitischen Engagements. Eugen Drewermann ist dem klaren Friedensgebot der Bibel treu geblieben. Worte wie »Du sollst nicht töten«, »Liebet eure Feinde« oder »Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen« werden bei ihm nicht durch ein einerseits und andererseits verwässert, um bei den Herrschenden der westlichen Welt nicht anzuecken. In unserer von Kriegspropaganda beherrschten Zeit bringt ihm dies viel Kritik und Häme ein. Im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es sogar Empfehlungen, Eugen Drewermann nicht auftreten zu lassen. Und Jens Lohse hat den Nachrichtenkanal X, vormals Twitter ja, schon zitiert, wenn man da manche Kommentare, Stellungnahmen von Leuten, die auch in der Gesellschaft durchaus Anklang finden, liest, kann einem manchmal ganz schlecht werden. Wir sind froh, dass es Menschen wie Eugen Drewermann gibt, Menschen, die einen unbeirrt klaren Blick bewahren. Bei dem Kongress Ohne NATO leben, Ideen zum Frieden am 21. Mai 2022 in der Humboldt-Universität in Berlin, wo das Bremer Friedensforum auch zu den organisierenden Kräften gehörte, sagte Eugen Drewermann, die NATO könne nicht als Friedensprojekt bezeichnet werden. In der Abschlusspresseerklärung zitierten wir ihn, der Frieden kommt nicht durch die Überlegung über die Überlegenheit der Waffen, denn Aufrüstung führt zu einer Spirale der Gewalt. Am 23. Oktober dieses Jahres richtete Eugen Drewermann einen wichtigen Friedensappell zum Konflikt in Nahost, der uns alle derzeit in Atem hält und in der Grausamkeit schockiert. Eugen Drewermann, nur Gewaltfreiheit kann jetzt Frieden schaffen. Und ich sage, das heißt Waffenstillstand sofort. Eugen Drewermann hat uns wichtige Hilfen bei der Artikulation der Friedensbewegung in vielen schwierigen Zeiten gegeben. Er hat vielen Aktiven Mut gemacht, nicht zu resignieren. Wir freuen uns, dass er gleich zu uns spricht. Danke, Eugen Drewermann, für alles, was Sie bisher für den Frieden und die Friedensbewegung geleistet haben. Und natürlich einen herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Habenhauser Friedenspreises. Vielen Dank.
Gesellschaft ist es auch in diesem Jahr wieder leicht gefallen, einen geeigneten Träger für den Habenhauser Friedenspreis zu finden. Wir wollen mit der Ehrung für Eugen Drewermann natürlich sein persönliches Engagement, seinen Einsatz für die Sache des Friedens in sehr schwierigen Zeiten würdigen. Zugleich ist es uns aber wichtig zu würdigen, dass Eugen Drewermann unablässig und unermüdlich die andere Stimme, die so schwer hörbare Stimme hat, vernehmen lassen, die nicht zu Waffenlieferungen, sondern zu Friedensverhandlungen rät. Danke, lieber Eugen Drewermann, für diese Stärkung und Ermutigung. Und nun kommen Sie doch bitte hier nach vorne. Habenhauser Friedenspreis, Eugen Drewermann, 15. November 2023. Herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlich danke ich für die Verleihung des Habenhausener Friedenspreises. Lenz hat es richtig in der Laudatio gesagt. Pazifist wäre ich auch ohne Preise und öffentliche Anerkennung. Aber mit Ihnen will ich es liebend gerne, denn ich spüre, dass ich Sie anregen darf in Überzeugung, mit liebe Freundinnen und Freunde des Friedens. Besonders glücklich macht mich, dass sich in dieser Kirche hier, die den Namen Simon Petri trägt, sprechen darf und soll über die Bergpredigt als die eigentliche Zeitenwende. Es ist im Neuen Testament das letzte Wort, das Jesus an seinen Schüler und Apostel richtet. 26. Kapitel bei Matthäus, Vers 52, steckt das Schwert dahin, wohin es gehört. Das ist das Erbe. Petrus glaubt, das Beste zu tun, was er tun kann, das Heilige, Göttliche, ihm selber alles Bedeutende zu verteidigen mit dem Schwert. Und was Jesus will, dass wir es begreifen, für alle Zeiten und Tage, ist, dass man das Heilige schändet, wenn man es verteidigen will, indem man Menschen tötet. Dass man Gott widerspricht, den das Herz seines Jeden geschrieben hat, du sollst nicht töten. Dass man die Kostbarkeit mit Füßen zertrampelt, wenn man mit Gewalt sie zu schützen vorgibt. Um 200 hat der Nordafrikaner Tertullian vollkommen richtig diese Worte wiedergegeben mit dem Kommentar, in diesem Augenblick, Herr Jesus, jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Es ist das Entsetzen der frühen Kirche vor dem, was man im römischen Imperium Krieg nennt. Geändert hat sich erst im Jahre 312, als Konstantin zur Vereinigung des Römischen Reiches zwischen Großbritannien und der Cyrenaika, von Portugal bis zum Irak, eine Schlacht führte, um an die Macht zu kommen. Ein Kirchenvater erzählt, er habe auf den Schilden seiner Soldaten das Zeichen des Christus gemalt, Chiro. In diesem Zeichen wirst du siegen. Seitdem können wir feststellen, wie im gesamten, sich christlich nennenden Abendland die Botschaft Jesu im Kern pervertiert wird. Seitdem feiert die Kirche, feiert der Staat in heiliger Gemeinsamkeit den Gott im Himmel, den Jesus uns zu bringen kam, als gütig, vergebend, friedliebend, sanftmütig, als einen Gott, der auf dem Schlachtfeld seine Macht demonstriert
und den wir anbeten müssen als siegreichen Kriegsgott. Als hätten wir zu feiern die Wiederkehr des babylonischen Marduk, des germanischen Wotan, jeder heidnischen Gottheit, die im Munde Jesu aus unseren Herzen gestreichelt und geheilt werden sollte. Dies bleibt die Wahrheit. Den Weg zu Christus finden wird man nur, denn die ganz normale geschichtliche, politische Wirklichkeit so erlebt wird, dass man die Worte Jesu als Rettung aus einem scheinbar nie aufhörenden Wahnsinn begreift. Es ist möglich, dass man aus der Geschichte etwas lernt. Ausnahmsweise Frieden kommt durch Kompromissfähigkeit, in gewissem Sinne durch Verzicht. Aber der eigentliche Protest gegen jeden Krieg besteht in der Furchtbarkeit seiner Erscheinung. Das ist, was die Christen nicht wollten, indem sie begriffen, man kann mit Menschen nicht so verfahren. Herr Pistorius als Bürgermeister in Osnabrück hätte Gelegenheit genug gehabt, das Museum von Erich Maria Remarque zu besuchen oder nur mal in der Freistunde zu lesen, im Westen nichts Neues. Ein Deutscher liegt in einem Granatrichter und neben ihm ein Franzose, den man mit dem Bajonett den Unterleib aufgeschnitten hat. Und er röchelt dahin und stöhnt in seinem Schmerz. Dem Deutschen ist nicht mehr länger danach zumute, in dem Franzmann seinen Todfeind zu sehen. Er beginnt mit ihm zu leiden. Er holt ihm Wasser aus den Pfützen, um seine vertrockneten Lippen zu berühren. Und er weiß, dies ist ein Mensch, genau wie ich. Er hat Frau und Kinder. Er hat einen eigenen Beruf in einer Druckerei. Und er beschließt, während der andere dabei ist, zu verenden unter den grausamen Taten, die man im Krieg von einem ordentlichen Soldaten zu verlangen hat, selber zu werden wie er. Zurückgekehrt wird er in eine Druckerei versuchen, einen Arbeitsplatz zu finden. Mit Mal hat man Mitgefühl. Mit Mal weiß man, dass man auf beiden Seiten Menschen findet. Genau dieselben. Und das Morden hätte ein Ende. Aber soll es das haben? Herr Pistorius, kriegsertüchtigt. Wollen wir wirklich, dass Bundeswehroffiziere unseren 16-jährigen Mädchen und Jungen erzählen, was es bedeutet, kriegstüchtig zu werden? Remarque, in 6 Wochen auf dem Kasernenhof, ist ein anderer Mensch aus uns geworden. Nicht in den 10 Jahren Schulunterricht. Aus uns sind Bestien geworden, Mörder geworden. Käme dein eigener Vater von der Gegenseite auf dich zu, du würdest eine Handgranate ihm vor die Füße werfen. Wenn das möglich ist. Der Markt zählt aus, was am Anfang des 20. Jahrhunderts an Mordgeräten aufgeboten wurde im sogenannten Ersten Weltkrieg. In 3 Stellen aus der Bergpredigt versuche ich zu schildern, wie evident das ist, was Jesus sagt. Heute in der Zeitung steht Verstolz, Christen sind im Durchschnitt der Bevölkerung ab sofort in der Minderheit. Ja, wo waren Sie denn, als Sie in der Mehrheit zusammen glaubten? Wann hätten Sie gehört auf das, was Jesus möchte? Matthäus 5, 38 und die folgenden ist der Kern. Tolstoi hat das völlig richtig begriffen. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Das scheint paradox. Vor allem, wenn es noch weitergeht, wenn ich auf die rechte Wange schlägt, dann halte noch die andere hin. Liebet eure Feinde.
Ist es möglich, dass wir eine Kirche haben, die erklärt, liebet eure Feinde, das muss man richtig übersetzen. Das heißt, nehmt eine Highspeed-Gun und knallt sie alle über den Haufen. Denn das ist Krieg. Kann man das rechtfertigen mit den Worten Jesu? Sollen wir lernen von Orwell? Krieg ist Frieden. Lüge ist Wahrheit. Hunde sind Katzen. Jede Behauptung im Widerspruch zeigt gerade, wie man Menschen die Köpfe umdrehen kann in der sogenannten Zeitenwende. Was Jesus meint, ist etwas, das allen Menschen, weil sie Menschen sind, evident ist. Man kann das Böse nicht bekämpfen, indem man selber mit dem gleichen Mittel antwortet. Böses gegen Böses bedeutet, wir können musikreich werden, wenn wir schlimmer sind als das, was wir bekämpfen. Wir nehmen das Böse, gegen das wir antreten, in unsere eigene Seele auf. Wir müssen nun auf dem Schlachtfeld siegreicher sein, tüchtiger, effizienter morden können als der Gegner. Und dann haben wir die endlose Schraube der Bewaffnung, der Rüstung, des Trainings, der befohlenen Grausamkeiten. Aber wie Friedrich konnte sagen, wann denn mal Schluss sein könnte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs zeigten die Alliierten in den zerbombten Großstädten des Großdeutschen Reiches etwa 500.000 Tote. Nur. Friedrich fragt, wann denn die Skrupel kommen sollten. Bei 1 Million, 2 Millionen, die magische Zahl des Holocaust, 6 Millionen. Kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Stahlbrandbomben am 23. Juli 1943 in der Operation Gomorra auf Hamburg herabregnet, in einer einzigen Nacht in Hammerbrook über 40.000 Tote fallen, Kinder in den Bunkern, alte Leute, die nicht einmal die Treppe herunterkommen, Frauen alleingelassen, Kranke, die zerfetzt werden. Wann soll Schluss sein? Jetzt in der Ukraine 500.000 Tote, ein langer Krieg, da müssen wir mehr Waffen liefern, mehr Waffen, giftigere Waffen, Taurusraketen, 500 Kilometer Reichweite, reinhauen, gezielt, das müssen wir. So siegen wir. Begreifen Sie, dass wir uns dabei selbst verlieren? Was wäre gewesen 1918, die Geburtsstunde der Tragödie des 20. Jahrhunderts? Man hätte auf beiden Seiten noch ungewiss wie viel, 10 Millionen Toten, 15 Millionen Toten, ein für alle Mal gesagt, an sämtlichen Frontseiten. Wir haben keinen Krieg gewonnen, wir haben allesamt unsere Menschlichkeit verloren. Nur weil man gesiegt haben wollte oder nicht verloren haben wollte, ging es überhaupt erst richtig los. Es muss aber mal Schluss sein, indem man begreift, dass man das Böse nicht bekämpfen kann. Und die Logik, wir könnten gegen Angst angehen, indem wir Angst verbreiten und den anderen einschüchtern, wird niemals einen Erfolg haben. In den USA haben wir 340 Millionen Einwohner und über 400 Millionen Handfeuerwaffen. Sollen wir wirklich glauben, man kann nachts nur richtig schlafen, wenn man eine Beretta unter dem Kopfkissen hat? Man muss töten können, damit man sicher ist. Wäre es nicht vernünftig, hier zu sagen, wir müssen miteinander reden und verständigen? Dann stimmen wir bei einer Aufgabe, die ich verbinde im Zweiten, mit einem Wort Jesu wieder aus der Bergpredigt. Richtet nicht, das ist das Ende seiner Worte. Matthäus 7, 1 bis 3. Ich bin sehr froh, in der Reihe der Preisträger Herrn Hoff zu finden, ein Mann, der jahrelang dafür eingetreten ist, dass man das Böse nicht bekämpft, sondern versucht,
im Umgang gar mit jemandem, den man einen Verbrecher nennt, durch Verstehen, durch Begleitung, durch Güte zurückzuführen zu sich selber. Wir bekämpfen die Symptome und weigern uns, die Ursachen zu erkennen. Die Friedenstaube, die in dem Preis ihre Abbildung findet, wird niemals fliegen über ein Meer von Blut. Über die Sintflut kam sie, um Noah zu retten. Über das Blutmeer, das wir seitdem anrichten in der gesamten menschlichen Geschichte, kann sie nicht kommen. Engel könnten kommen, in den Weihnachtsgarten. Friede auf Erden bedeutet Herrlichkeit Gott in den Himmel. Aber den Frieden gibt es nur für Menschen, die Güte glauben können. Den Menschen seine Huld, hat Luther übersetzt. Soll man das wirklich denken? Die Feinde lieben, das Böse, statt es zu bekämpfen, zu überleben, es zu überwinden mit Güte. Paulus, 12. Kapitel im Römerbrief, Vers 21. Kann man damit Politik machen? Man wird es endlich machen müssen, oder die Geschichte geht ewig so weiter in immer schrecklicher Folge. Bis wohin wollen wir es treiben mit dem Massenmord? Wollen wir jede Generation dahin bringen, dass sie das töten, lernen, auch befehlen? Dann hat Albert Einstein recht, solange wir ein Militär haben, kann es keinen Fortschritt der Kultur geben. Jedes Militär ist eine Parallelgesellschaft zum Zivilen. Alles, was dem Bürger verboten wird, ist das Gebot auf dem Kasernenhof. Wie man tötet, mordet, schießt, betrügt, lügt, hinterhältige Überfällig handelt, wie man jede Unmenschlichkeit perfektioniert, routiniert, montiert, um am besten siegreich auf dem Schlachtfeld sich zu verabschieden. 1520 konnte Erasmus von Rotterdam bereits sagen, welch ein Irrsinn. Man kann sich nicht einigen über Gut und Böse am Verhandlungstisch. Und dann glaubt man im Ernst, dass der effizientere, tüchtigere Marder auf dem Schlachtfeld ein Recht hat zu bestimmen, dass er immer schon im Rechte war und diktiert den Siegfrieden. Er hat alles verraten, was menschlich ist, sonst wäre er kein Sieger geworden. Er hat sich selber widerlegt in jeglicher Moral. Aber nun tritt er auf. Wie Konstantin 312 an der libyschen Brücke. Gott sei bei ihm. Die Wahrheit ist, man kann das Böse nur verstehen, indem man seinen Gründen nachgeht. Und nur dabei kann man sie überwinden. Mit Strafen besser nun keine Menschen. Wenn ich so sage, wir müssten das Böse, sogar das Verbrechen verstehen, wir müssten das Strafrecht abschaffen, hätten wir nur die andere Seite des Pazifismus praktisch gemacht. Jeder Krieg ist eine Strafaktion. Immer ist der Feind drüben, der absolut Böse. Eben deshalb müssen wir ihn töten. Natürlich sind wir die Guten. Allein die Perspektive, die Welt so einzuteilen. Der Krieg in der Ukraine. Rein die Schuld des Teufels Putin. Putin ist wie Hitler. Putin ist wie Peter der Große. Putin ist wie Stalin. Der für Putin sagt, man muss mit ihm verhandeln. Ist schon ein Kriegsverbrecher, weil er Scholzens Worte, dem Kriegstreiber Putin das Wort redet. Engel von Bethlehem. Die Geburt Jesu zu Weihnachten über das Gegenprogramm zur Großmachtpolitik von Kaiser Augustus. Das Gegenprogramm zum Kapitol in Rom bis hin zum Kapitol in Washington. Quer durch die ganze menschliche Geschichte. Der libanesische Dichter Khalil Gibran
brachte das in die Worte, vielleicht ist doch ein Lügner nur ein Mensch, der Angst hat. Vielleicht ist doch ein Dieb nur ein Mensch, der Hunger hat. Und dann sage ich jetzt im Namen Jesu, vielleicht ist sogar ein Mörder. Nur ein Mensch auf der Suche nach einer Liebe, die so wie nötig von ihm nie erfahren wurde. Das heißt, wir müssen das Böse überleben, indem wir die Gründe, die dahinter stecken, endlich begreifen und unsere eigene Mitbeteiligung. Wenn schon Frau Baerbock erklärt, Russland ist kein Teil Europas, empfehle ich, dass sie mindestens mal russische Literatur liest. Dostojewski zum Beispiel. Sie sollten nicht länger glauben, dass wir Kriege führen. Werteorientiert, Freiheit liebend, Menschlichkeit fördernd, das Böse abwehren, im Verteidigungsmodus das Recht durchsetzen. Sie müssten simpel glauben, was Sie selber sehen. Der wichtigste Kriegsgrund ist das Geld. Und das ist der wahre Gott, an den wir glauben. So, dass Walter Benjamin schon 1920 sagen konnte, der Kapitalismus ist die Religion des Westens. Und Gandhi konnte sagen, es hat ein Christentum im Abendland nie gegeben. Sonst wären von dort nicht die schlimmsten Kriege ausgegangen. Im Abendland betet man das Geld an, doch nicht Gott. Nur was steckt dahinter? Mit welchem Zynismus dreht sich die Spirale der Macht? Warum darf es keinen Frieden geben? Angeblich müssen wir den Russen fürchten. Aber so ist es nicht. Die Russen haben 1989, eigentlich zum dritten Mal, speziell den Deutschen, den Frieden angeboten. Gorbatschow. Abrüstung statt Aufrüstung. Vom Ural bis zum Atlantik. Es lag auf dem Tisch. Konversion von allen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Mitteln zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt. 50 Millionen Menschen, die sterben an Hunger jedes Jahr. Dafür haben wir kein Geld. Die UNO kann betteln um 2 Milliarden für die Flüchtlinge in Nordafrika. Kein Geld! Aber 100 Milliarden für Rüstung, einfach Sondervermögen, das geht durch und wird weiter steigen. Kriegstüchtig. Panzer, Haubitzen, Leopard 1, Leopard 2, F-35 Tarnkappenbomber, die Atombomben tragen können, gerade bestellt, 35 Stück bei Lockheed davon. Da kann man Geld mitmachen. Und das ist, was man machen will. Was fürchtet man? Gesetzt, man hätte begriffen, es ist Frieden möglich. Hätten wir eine Zone von Lisboa bis Vladivostok, ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Das ist, was Amerika fürchten muss. Deutsche und Russen könnten Frieden haben. Weg mit der Pipeline 2, in die Luft damit. Keinerlei Zusammenarbeit wirtschaftlich, kein Frieden in Europa, denn dann hätten wir ja ein Konsortium von Wirtschaftszusammenhängen, die den Weltmachtanspruch der USA in absoluter Konkurrenz gegenübertreten würden. Das muss man fürchten, nicht den Russen, sondern den Frieden mit dem Russen. Dass das so ist, können Sie nachlesen aus den Texten von 1991 an. Das ist die Zeit auch des ersten Golfkriegs. Man will als Erdöl, kostet mal wieder rund 1 Million Menschen, aber amerikanische Philosophie. Wer in die Küche geht und ein Omelett bereiten will, der muss Eier zertrümmern können. Nur die Herren im Pentagon sollten wissen, so geht man nicht mit Menschen um. Mit Millionen Menschen für ein politisches Ziel, das nicht nötig wäre, wenn man Frieden wollen würde. Aber dann müssen wir erkennen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem basiert auf Konkurrenz und Wachstum. Der Kapitalismus ist wie ein Fahrrad, wenn Sie nicht in die Pedale treten, wenn es stehen zu bleiben droht, fällt es zur Seite. Es muss sich bewegen, immer schneller, immer weiter, höher, größer, mächtiger. Also gibt es nur 2 Wege, das Kapital zu vermehren.
Lohndumping in Konkurrenz mit den Billiglohnländern und Zugriff zu den Rohstoffen. Regime-Change, die richtigen Leute müssen dann regieren. Wo nicht, werden sie abgesetzt, 1952, Mossadegh im Irak. Henry Kissinger in Chile, wird Allende ermordet. 1960, Lumumba, wieder mal. Fast 2 Millionen Tote bei der Abspaltung Katangas im Kongo. Der Kongo ist an Bodenschätzen eines der reichsten Gebiete der Erde und sozial das Allerärmste. Das ist Kapitalismus. Und dann fragt Jesus ganz einfach, ihr müsst wissen, woran ihr glaubt. Was soll euch Trost sein? Ein gutes Gefühl geben? Dass ihr Geld in der Hand habt? Um welchen Preis denn? Aber wir haben es verdient, wir sind ordentliche Bürger. Der Bettler an der Straße hätte es genauso verdient. Nein, der nicht, der schon stinkt. Ich rieche es doch, ein versoffener Kerl. Wie ist er denn versoffen geworden? Was war denn deine Beteiligung? In den Vorweihnachtstagen hast du Besseres zu tun, als dein Geld zu verplempern mit betrunkenen Bettlern am Straßenrand. Aber kannst du darüber nachdenken, dass Geld nie dein Verdienst ist? Doch, ich habe gearbeitet, gewiss. Und dass du arbeiten konntest und gesund warst, ist dein Glück, dein Geschenk, aber nicht dein Verdienst. Und glaubst du, jener säße an der Straße, frierend, in der Kälte, vor Weihnachten, wenn er auch nur die Chance gehabt hätte, dass es ihm einigermaßen so ähnlich hätte gehen können wie dir selber? Machen wir es kurz, Geld ist kein Besitz, sondern ein Geschenk. Dazu bestimmt es weiterzugeben an diejenigen, die es am meisten brauchen. Es ist wie das Wasser, das vom Himmel fällt, das Regen und hineinläuft in die tiefsten Stellen der Erdoberfläche. Darin soll es und will es. Und für was anderes ist es nicht da. Halten wir es fest, im Wahn, es gehört uns. Belügen wir uns selber. Und wir werden erleben, dass die Kriege, die wir führen, im Namen des Geldes allesamt verlogen sind. Glauben Sie nie, was in der Zeitung steht. Glauben Sie es in den Tagen jetzt noch viel weniger.